Sag doch, dass du jetzt schon Blähungen hast. Das ist zu dunkel, Tanne. Hey, wollt mal, was haben Sie denn da? Eine DM-Tüte. Und wozu ist die gut? Zum Tragen. Und was tragen? Essen. Essen? Chips zum Beispiel. Oh. Bitte, alte Werbung! Und? DM ist das Beste, was mir je passiert ist. Nach der Regel. Nach der Regel. Kann man? Regel heißt es, ja? Bei DM weiß ich immer, wo es hingeht. Hallo, ich bin Ari. Scheiße, hab ich alles vergessen. Also, ne? Wir sind hier direkt in der Schulheim der 8a in Michelsbach und wollen hier gleich mal zu unserem besten Lehrer, zu unserem besten Leiter gehen. Herr Rinker. Was ist das für Freunde? Ich habe gedacht, das wäre hier ein Naturschutzgebiet. Also nun fragen wir Herr Rinker, wie finden Sie den Kuchen hier? Also ich habe ihn ziemlich gut gefunden. Er steht mitten auf dem Podest hier. Er ist vollzählig versammelt. Dann schmecken du da. Ja, ich sehe Kuchen an. Was sagen Sie überhaupt zu diesem ganzen Menschenheim? Wie finden Sie es? Ist es okay oder sollte man noch etwas ändern? Wunderbar. Okay. Vor allem die großen Versammlungen der Klasse um Kuchenbefehl, Gefechte, so wie jetzt. Salat? Wir wollten Sie gerade interviewen. Ja? Das mit hat der Zeit. Flasche? Mit der Hand? Gut. Weiß ich direkt. Salat kaufen müssen. Naja, wir melden uns dann nachher wieder zurück. Mach mal, du Arsch. Ja, hallo, ich bin's hier. Hier, hallo. Ja, genau, ich, ja. Ich bin hier der Mutter. Hey, da. Also, nun geht's weiter. Nun sehen wir hier unseren Sportplatz. Ah, David, das bist du. Man sieht gerade hier Melanie Futterer, Sabine Fütterer und Andreas Denker am Kopf. Ja, hier sind wir bei der Thorsten-Sieg-Show und wir haben ein Interview mit unserem russischen Kollegen. Wie ist eigentlich der Name? Ja, es kann so sein. Wladimir ist sein Name. Wo wohnen Sie, Wladimir? Aus Gütersloh. In Moskau. Wo sind Sie auch in Moskau geboren? Ja, aus Gütersloh. Ja, er ist auch in Moskau geboren. Was für ein Zufall. Wann haben Sie Geburtstag? Als 2020. Am 1.1.54 ist er geboren. Wie alt sind Sie? Ja, er hat es rausgekriegt. Ich weiß es ja leider nicht. Ja, ich bin auch kein Mathe-Genie. Das ist auch von anderen Leuten die Aufgabe. Was sind jetzt Ihre Hobbys? Er geht gern in Nachbars und trifft sich meistens mit schwulen Leuten. Sind Sie eigentlich schwul? Er ist schwul und ich gebe ab zur Werbung. Ole, ole, super Team aus Baden. Blau, weiß, Powerplay, ihr seid alle eingeladen. Was halten Sie von Herrn Wladimir? Er hat also nicht viel von ihm. Wie gefällt's dir hier? Halt einmal Arschon. Steck dir die Zahnbürste in deinen fetten Arsch. Dankeschön. Du Arsch, ja, das ist unsere Müllhalde. Ich möchte euch jetzt das beste Basketballspiel zeigen. Kommt mal mit, kommt mal mit. Arsch.
da, Alex gegen Thorsten, gegen Henny. Spannend. Dunkings für Dunkings. Ja, da hat sich quasi die... Und da geht es natürlich weiter. Ich glaube, es gibt Streit. Die Anzeige ist weg, ne? Also Alex, seine T-Shirts sind doch die besten, oder? So, stimmt. Das ist ein bisschen verschoben. Alex, unser gefährlichster Mann. Mach, warte mal, Alex. Wir machen das gleiche nochmal vom Küchenfenster.